So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, ein neues Unboxing. Ich habe in letzter Zeit etliches bestellt, manches habe ich auch so bekommen. Jetzt ist dieser ganze Haufen hier angekommen an Asia-Paketen. Die meisten stammen nämlich aus dem Asia-Raum. Eins ist auch dabei, da weiß ich gar nicht, was das ist. Da habe ich sogar noch eine verdächtige Spam-Mail bekommen, habe danach gegoogelt, von der Nummer, von wo die herkam, stand dort, bitte nicht antworten, das ist Betrug, da auf jeden Fall nichts machen, die wollten, dass ich Geld bezahle irgendwohin wegen Zoll. Ich habe trotzdem aber ein Paket geschickt, wie kann das dann Betrug sein, wenn die mir was geben und nicht einfach nur Kohle abziehen? Das gucken wir uns jetzt mal an. So, fürs Thumbnail halten wir das Ganze jetzt nochmal kurz hier rein und fangen dann an mit dem Unboxing. Jetzt habe ich schon was ausgepackt und gesehen, ach du meine Güte, das war das komische Paket, was aus Yokohama kam. Und das ist ja was ganz anderes, das muss ich mal extra machen, deswegen fällt das jetzt hier weg. Aber ich habe immer noch genügend andere Dinge, zum Beispiel das hier. Ich zeige euch erst die langweiligen Sachen, die zum Teil auch schon auf sind, weil Pupsi da auch schon mal reingeguckt hat. Wir haben nämlich gedacht, weil es Sommer ist, bestellen wir für Jonas, pass auf, so eine tolle Schachtel, da steht nämlich drauf Schildrins Gift, More Protection for Schildrin. Und das ist so ein cooler Karton, sowas habe ich noch nicht gesehen. Und da ist drin eine Mütze, eine Sommermütze für Sonnenschutz und alles andere, damit er auch noch mehr schwitzt und die Haare noch mehr ausfallen, von der Firma Furtalk. Also ich finde die Dinger ja total hässlich, das sieht immer aus wie so ein Labrador. Aber jedes Kind hat sowas an und deswegen leider auch der Jonas. Also jetzt noch nicht, weil es liegt ja hier drin, aber das hat er sicherlich dann irgendwann an. Ich finde immer noch die Bärchenmütze mit den Ohren irgendwie süß. Aber nicht, wenn das richtig aussieht wie ein Bär, sondern so wie jetzt. Ach, das ist total komisch. Ich finde nämlich eigentlich immer alles, was süß sein soll, hässlich. Und alles, was die Leute sagen, das ist doof, finde ich dann wieder gut. Mich kann man also nie zufriedenstellen. Dann, das gucken wir uns gleich an, haben wir hier dieses Riesenpaket. Das ist jetzt aber auch schon auf. Da ist nämlich auch noch was für den Jonas drin. Und zwar das da. Der Rest kann weg. Das ist ein Zelt für den Jonas, dass er beim nächsten Geburtstag auch mit übernachten kann. Nee, das ist mal, wenn du jetzt an den Strand fährst oder ans Wasser fährst oder mal so auf eine Wiese und hin und her, einem wollt da chillen, dass es auch wie ein Sonnenschutz ist und was, wo er drin sitzen kann, drin liegen kann. Pupsi hat drauf bestanden, die wollte unbedingt so ein Teil. Pupsi bestellt sowieso immer vieles und sieht vieles und holt vieles und kauft vieles, weil sie am Endeffekt gar nicht benutzt und das einfach nur rumliegt und verstaubt. Aber ich habe ihr den Gefallen getan und gesagt, okay, ich bestell das mal, wenn du das unbedingt möchtest. Ich bin ja eher so ein Vater. Ich hätte gesagt, wenn du mal irgendwo raus willst und wir uns irgendwo hinsetzen sollen, dann setzt man sich halt unter einen Baum in Schatten mit einer Decke, wo alle drauf können, dann passt das auch. Ne? Da braucht man nicht extra ein Zelt kaufen, wo man dann ein Kind reinsetzt. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Mann und Frau. Die Frauen, die sind immer so anders und die Kerle sind immer so rustikal unterwegs. So, das tue ich jetzt auch mal hier hinter. Das mache ich nämlich jetzt nicht auf. Bekommst diesen Teil. Wem's, vielleicht ist es jemandem aufgefallen, ich habe sonst immer so ein gelbes Armband gehabt von Team Gelb. So ein Gummi, so ein Silikonband, das ist letztens kaputt gegangen, ist zerrissen. Dann habe ich gesehen, im Internet gibt es auch solche Bänder. Halt nicht von Team Gelb, aber trotzdem gelbe Bänder. Und da kostet eine ganze Packung so wenig, wie sonst ein einzelnes Team Gelb Band gekostet hätte. Aber die Team Gelb Bänder gab es ja beim GoFest kostenlos so zu mitnehmen. Das sieht man, hat man eh nicht gesehen, weil das so ganz leicht nur drauf war. Jetzt habe ich nochmal gelbe Gummibänder für meinen Arm, um es hier dran zu machen, damit alle denken, das ist ein GoFest Armband. Ist übrigens von der Wunschliste, hat die Shenaya bestellt. Dankeschön dafür. Kommt also auch hier hinter auf diese Kiste. Dann haben wir die vier krassen pinken, ach, Orangen, erstmal auf die Farbe kommen, die vier orangen Pakete plus dieses extra Paket, denn das ist jetzt die wahre Asia Post, die Asia Fanpost, obwohl es ja keine Fanpost ist, denn das müssten, glaube ich, hier dann alles Sachen sein, die ich sowieso selber bestellt habe, beziehungsweise Pupsi hat sich ein paar Sachen bestellt, die ist ja jetzt auch großer Samyang-Fan und wir gucken auch immer, ob wir neue Sorten finden oder so Zeug. Und Pupsi hat jetzt richtig Bock auf Samyang in letzter Zeit. Das hier kommt von Asia Foodland in Shannon.
Nee, das ist die Chanot GmbH in der Berliner Straße Hagen. Grüße an Lennart. Das ist aus Hagen. Jetzt machen wir das mal auf. Lieber Paketzusteller, als erstes möchten wir uns bei dir bedanken. Du machst einen Spitzenjob. Dieser Kunde liegt uns sehr am Herzen. Bitte liefere daher diese Sendung an sie oder ihn mit deinem schönsten Lächeln aus. Vielen Dank und ein Knutschi, gepackt mit Liebe. Das steht hier vorne drauf, auf diesem Sticker, den man hier vielleicht sieht. Da haben sie sich auf jeden Fall ein bisschen Mühe gegeben. Jetzt gucken wir hier rein, was das ist. asiafoodland.de. Dann haben wir hier noch eine Karte. Pimp Your Ramen, die 8 beliebtesten Arten Samyang Feuernudeln zu essen. Bim Bim Guksu Style Feuernudelsalat. Feuernudeln mit Erdnusssoße. Thunfisch Mayo Feuernudeln. Ramyun Käse Röstis. Ramyun Röstis, Pilz Sahnesoße, Ramyun Ei Röstis, Feuernudeln mit gedämpften Ei und Käse. Da ist so eine ganze Karte drauf mit verschiedenen Gerichten, zu denen ihr Samyang Nudeln braucht, plus andere Zutaten, um das nachzumachen. Vielleicht kann man zu jedem Rezept mal eine Ramses Kitchen Folge machen. Immer eine Packung Samyang, zweimal Eier, eine Prise Salz, Frühlingszwiebeln, fein geschnitten, Wasser, Käse nach Wahl. Also da steht wirklich alles dabei. Finde ich cool, sieht auch gut aus. Lege ich mir zurecht, dann wieder so eine komische Karte. Die schärfsten Nudeln der Welt. Wer wird König der Samyang Challenge? Wer ist am schärfsten? Die Teilnehmer drauf. Das haben wir beim letzten Mal auch bei so einem Teil gehabt. Da steht auch nochmal direkt die Zubereitung auf Deutsch. Und das habe ich mir, glaube ich, nochmal geholt. Dieses Probierpaket. Weil ich mittlerweile von jeder Samyang-Sorte dieses Tütchen mal aufheben wollte und in den Ordner reinpacken, damit ich wie so eine Sammlung habe, um zu sehen, welche es alle gab, falls es die irgendwann nicht mehr gibt. Und weil ich die Curry-Sorte nochmal gebraucht habe, das war ganz wichtig, weil ich hier den Stew-Type auch dabei habe. Ich habe hier Kimchi dabei, ich habe hier Yang dabei, ich habe Carbonara dabei, Käse, too spicy. Und was ich ganz besonders cool fand, ihr habt die schwarzen Nudeln, die originalen Nudeln, aber als 10-jähriges Jubiläumsedition. Da steht diese goldene 10 drauf, 10 Jahre Samyang. Das Hühnchen ist hier am Feiern. Und das ist ein besonderes Spezialdesign. Die habe ich so einzeln noch nie gesehen mit dieser Feiertüte. Aber hier war das dabei, das 10-jährige Jubiläum der Samyang-Nudeln. Gleich nochmal alle einzelnen Sorten dabei. Aber das ist gar nicht gezeigt, oder? So, nochmal viele einzelne Sorten. Doch, ich hab's gezeigt. Plus 10 Jahre Samyang Jubiläumsbox. Das ist genial. Wir nehmen uns jetzt hier eins von diesen orangen Paketen. Das kommt nämlich von Post Plus Deutschland, DBD, Erlstadt. Das ist aber nicht der Original. Versender, das ist das Zwischenlager, wo das hinkam. Das ist nämlich alles von so einer komischen App, die heißt Yom. Und die Yom-App, da gibt es auch immer spezielle Sachen. Jetzt muss man mal aufpassen, wo man das aufmacht, dass man nicht gleich alles kaputt macht, weil das so speziell eingepackt ist. Wir versuchen uns oben einfach mal einen Zugang frei zu schneiden, in der Hoffnung, dass wir nicht in die Nudeln schneiden. Da sehe ich schon was. Manche Sachen habe ich gesucht, die waren neu, die habe ich mir bestellt. Andere Sachen hat Pupsi sich bestellt, die wir schon kennen, weil sie die mega lecker fanden, dass sie die eben auch noch mal kriegt. Ah, fast in die Tüte. Oder ist schon in der Tüte, ich weiß es nicht. Die armen Samyang. So sieht's gut aus jetzt hier, pass auf. Hier haben wir ein Viererpack Samyang Quattro Cheese, aber die kennt ihr schon. Die haben wir auch schon getestet. Samyang Quattro Cheese, fand eine Pupsi, aber richtig lecker. Wollte es unbedingt nochmal haben. Hier haben wir ein Viererpack Samyang Cream Carbonara. Neben den normalen Carbonara gibt es Cream Carbonara, das auch ein Viererpack. Die auch besonders lecker, besonders genial. Wollte sie auch unbedingt haben. Und da sehe ich schon was, was ich nämlich gar nicht kenne, was neu sein müsste.
mit dem Problem, dass ich euch auch gar nicht sagen kann, was das ist, weil es jetzt wieder auf Japanisch draufsteht. Ist aber auch ein Viererpack und das ist eine neue Sorte. Man kann hier aber die Jalapenos erkennen, die da drauf sind. Es steht hier schön mit so einer Rassel. Das müssten Samyang Jalapeno Cheese sein. Und ich liebe ja Cheese. Und ich liebe Quattro Cheese. Aber Jalapeno Cheese. Jalapeno Cheese klingt für mich wie eine der heftigsten, besten Sorten, die es gibt, oder? Habanero Lime fand ich schon richtig genial. Aber Jalapeno Cheese muss ich unbedingt testen. Da war es mir auch egal, wie teuer die waren. Ich glaube, das waren bestimmt 25 Euro für einen so ein Teil. Das kann sein. Hier nochmal 7% Discount. Haul you. Genau, kannst du hier noch einen Code einlösen, wenn du nochmal bestellen willst. Was tue ich hier zurück in diesen Sack? Und was ist das? Terrafin Hand Mask. Also eine Maske. Keine Gurkenmaske fürs Gesicht, eine Handmaske, also wie ein Erfrischungstuch wahrscheinlich. Oder wie ein Desinfektionstuch. Du kannst deine Hände, wenn du die Samyang-Nudeln gegessen hast und die Hände sind alle total dreckig und orange, dann kannst du das damit wahrscheinlich reinigen. Wir nehmen uns das nächste orange Päckchen, machen das jetzt wieder hier oben auf, schneiden mal in den Zibbel rein, schieben den Zibbel hier oben auf. Das sehe ich schon, das gleiche, was ich eben gesehen habe. Pupsi, Pupsi, was hast du da gemacht? Denn hier ist nochmal eine Packung Quattro Cheese drin, weil Quattro Cheese einfach heftig ist. Hier ist nochmal eine Packung Cream Carbonara drin. Ich habe keinen Überblick, was Pupsi alles bestellt hat. Wie ihr seht, hat man jetzt alles doppelt und dreifach. Dann haben wir, was ist das für ein Schrott? Dann haben wir wieder so einen 7% Code für die nächste Bestellung und ein Timetox Gel Smile Line Patch 36,5 Grad. Da kannst du dir also irgendwelches Gel in die Fresse schmieren und dann wirst du richtig schön. So entsteht das Samyang Lächeln. Oder um den Samyang Mund zu reinigen, musst du dir dieses Gel dann auf die Lippen auftragen und dann ist das auch richtig brutal. Ich bin auf der Suche nach zwei Dingern, die unbedingt noch neu sein müssen, die hier irgendwo rumfliegen. Das heißt, wir machen das nächste orange Paket auf, schneiden hier mal quer durch, müssen wieder aufpassen, dass wir nicht zu tief reinschneiden. Eine Sorte weiß ich nämlich noch, die hat Pupsi am besten geschmeckt, weil die eben nicht so scharf ist. Die wollte sie unbedingt nachbestellen und warte die ganze Zeit drauf, dass die kommen, weil sie mal wieder Samyang essen will. Aber halt nur diese eine Sorte isst, beziehungsweise die anderen isst, aber die muss sie dann immer verdünnen mit was anderem dazu. Und das sind die, die haben wir auch schon getestet. Das ist ein 5er-Pack Samyang Lovely Hot. Ein halb spicy, also nur halb so scharf wie normale Samyang-Nudeln. Mit diesem umgedrehten Küken drauf, mit dem Herz drauf. Lovely Hot. One half spicy, eine Packung, noch eine zweite Packung Lovely Hot hinterher. Dann haben wir hier natürlich wieder 7% Gutscheinmist, hier eine Parfümprobe und hier nochmal irgendwas, The Therapie, The Face Shop. Vegan Blending Tonner Toniflant Amalangere Vegetalien with Swiss Edelweiß Flower and Leaf Extrakt. Also auch was für die Darm, fürs Gesicht. Dann ist es nur noch ein Paket und das müsste jetzt meins sein. Und da müssten eigentlich zwei Cups drin sein. Nochmal mit besonderen Sorten oder ein Cup. Ein Cup und ein Päckchen. Wir sehen es gleich. Auch wieder richtig genial, richtig besonders. Das stelle ich mal kurz hier rüber. Hol das mal hier raus. Hier haben wir auch wieder Mist dabei. Auch wieder hier so Parfüm-Zeugs, Kadde für Prozente und dieses vegane irgendwas Gedöns. Jetzt haben wir das. Guck dir das ein. Ein 4er-Pack Samyang. Schwarze Bratnudeln mit Ei. Ich
kenne den genauen Wortlaut nicht. Ich kann nicht genau sagen, was das jetzt hier ist. Wie genau? Da muss man nochmal in der Bestellung nachgucken. Hier steht auf jeden Fall Stufe 3 von 5 von der Schärfe her. Sind also nicht ganz so übertrieben, sind etwas so mitteldrin. Ihr habt ja eine grüne Verpackung, die richtig schön glänzt. Ihr habt ja ein Hühnchen wieder da. Ihr habt jetzt so schöne Bratnudeln mit Ei. Ob die jetzt so genießbar sind, fertig sind, ob man Ei das selber drauf macht, ich weiß es nicht. Und dann ein Cup mit Nudeln. Und den fand ich auch mega interessant, denn das ist Basil and Cream. Also Basilikum, Samyang Basilikum Nudeln im Cup, cremige Basilikum Nudeln zum Machen. Das ist sowieso immer speziell in so einem Cup und mit einer Basilikumnote, einer kräuterlichen. Hier so eine grüne Verpackung, so ein grüner Cup, habe ich gedacht, muss ich unbedingt mal kaufen. Habe ich Bock drauf, waren auch glaube ich 18 Euro oder so für diesen einen Becher. Würdet ihr 18 Euro für diesen Becher Basilikumnudeln ausgeben? Wahrscheinlich nicht, aber Samyang-Liebhaber, der muss das natürlich machen. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Das kommt alles in den Tasting rein. Pupsi ist bestimmt froh, dass sie jetzt ihre lovely hot Nudeln bekommen. Habt ihr noch irgendwelche Samyang-Sorten gesehen? Kennt ihr irgendwelche Samyang-Sorten, die ich nicht kenne? Irgendwo im Internet taucht immer irgendwo irgendwas auf, selbst bei diesen Samyang-Soßen. Neben der Carbonara-Soße, der normalen, der Extreme und der Mayonnaise, habe ich jetzt gesehen, gibt es sogar Samyang-Sriracha-Soße, die ich vielleicht auch bestellen wollte. Da bin ich aber mit der Sriracha-Soße und der anderen Soße auch schon wieder bei 60 Euro. Aber irgendwann werde ich sie trotzdem bestellen, weil das geht zu Ende. Da brauchst du wieder Nachschlag und dann holst du dir die Soßen und holst dir noch andere Samyang dazu. Und die Ice-Type habe ich immer noch nicht probiert. Die Ice-Type gibt es leider immer noch nirgendwo. Wer mir die Ice-Type besorgen kann, die blaue Packung, das wäre richtig stark, gerade jetzt für so sommerliche, heiße Tage. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. So sieht das jetzt aus, wenn das fertig ist. Da hat jetzt das Handy angefangen zu leuchten, zu vibrieren. Da ist der Jonas Habanero. Und was ganz schlimm ist, was ich gar nicht gesehen habe, was hinter mir passiert ist. Adi Schatz, was machst du denn da drin? Guck dir das an. Ja, raus, genau. Jetzt müssen wir den... Dann lässt man einmal die Katze aus dem Auge und schon nutzt die Adi Schatz, alles Gute.